Ja, ich hoffe, dass wir das dem Leibold jetzt klar gemacht haben, dass er bei dem Reisebüro nicht mehr auftauchen braucht. Er ist überzeugt davon, dass das der Chef war. Ja, aber der hat ein Alibi. Zumindest für die Tatzeit heute Morgen. Außerdem liegt die Tankstelle auf der anderen Seite der Stadt. Also vom Tatort dorthin, das hätte er niemals schaffen können. Ja gut, aber die Quittung kann er sich auch von sonst wem besorgt haben. Kann uns nur die Überwachungskamera der Tankstelle helfen. Ja. Weißt du, was mich wundert? Dass Leipolds Mutter überhaupt nicht erzählt hat, dass sie die Jule kannte. Ich meine, ihr Sohn war mit der total eng befreundet. So, meine Lieben, willkommen bei Wave Wizard zu einer neuen Stunde mit Musik und dem neuesten Klatsch von den Reichen und Schönen. So, Brettner. Britney Spears ist wieder auf Tour und hier eine meiner Lieblingssongs von ihr. Wahrscheinlich ist der Moment ein bisschen durch den Wind. Rizka 11? Hier ist Felix Brettner. Ich habe gerade einen Brief in den Sender erhalten, ohne Absender. Ich glaube, der Inhalt wird Sie sehr interessieren. Alles klar, Herr Brettner, willkommen. Und das waren sie wieder, eure Action-News bei Wave Wizard. Und jetzt geht's weiter mit der Felix Brettner Show. Und jetzt gibt's erstmal drei Kulthits am Stück. Herr Brettner, zeigen Sie doch mal das Schreiben. Ja, hier, ich habe erst gedacht, das wäre Fanpost, aber als ich gesehen habe, was drin ist, da bin ich echt hinten übergekippt. Ich dürfte mal da. Ja, klar. Ich habe Jule Menke vergewaltigt und getötet. Nennen Sie mich feige. Aber mit einer Anzeige hätte Jule nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Frau und meiner Kinder zerstört. Ich will mit diesem Schreiben verhindern, dass jemand unschuldig für die Tat zur Rechenschaft gezogen wird, die ich begangen habe. Mich werden Sie nicht finden. Ich habe Deutschland bereits verlassen. Als Beweis für meine Schuld lege ich Ihnen Jule Menkes Ausweis bei. Der Täter glaubt doch nicht ernsthaft, dass er uns damit davon abhält, weiter nach ihm zu suchen. Du meinst wirklich, du kannst den Verfasser rauskriegen? Wenn wir Glück haben, geht das mit ein paar Klicks. Also rechte Maustaste auf Eigenschaften, dann Dateiinfo. Da steht's. Autor Jan Lei. Janik Leipold. Der hat das anonyme Bekennerschreiben an den Sender geschickt? Sieht so aus. Rizka 11? Frau Menkes Chef ist eindeutig auf den Aufnahmen der Tankstelle zu sehen. Ich denke, wir haben eh unseren Täter. Guck mal hier. Der Verfasser der CD, Jan Lei, wie Janik Leipold. Er hat das Bekennerschreiben verschickt? Vielleicht ein Ablenkungsmanöver. Deswegen hat er wohl auch den Chef beschuldigt. Okay. Frau Preil, ich danke Ihnen, ja? Auf Wiederhören. Die Nachbarin von Jule Menke. Sie hat gesagt, dass ein junger Mann am Tatort Kerzen aufgestellt hat. Und außerdem hat er laute Musik abspielen lassen. Diesen jungen Mann will sie schon öfter mit Frau Menke gesehen haben. Leipold? Wahrscheinlich. Auf geht's. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie das. Das war für Jule. Das war Ihr Lieblingssong. Herr Leipold, Sie begleiten uns jetzt aufs Kommissariat. Was? Nein. Ich habe Ihnen sogar gesagt, wer der wahre Mörder ist. Und Sie? Was haben Sie gemacht? Gar nichts. Es geht hier nicht um das Alibi von Herrn Urban. Es geht hier um Sie. Vielmehr um das Bekennerschreiben. Was? Was für ein Bekennerschreiben? Wir wissen alles. Sie haben auf der CD Spuren hinterlassen, Ihre Daten. Was? Was für Daten? Was für eine CD? Sagen Sie, sind Sie jetzt total durchgeknallt, okay, oder was? Okay, Ende der Diskussion. Entweder Sie begleiten uns freiwillig oder ich lege Ihnen Handschellen an. Okay, dann komme ich halt mit. Ich habe trotzdem überhaupt keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Nutzen Sie das Kürzel Janlei auf Ihrem PC? Ja. Komisch. Genau wie der anonyme Verfasser dieses Briefes hier. Aha. Und der hier wurde auch zum Sender geschickt. Jules Ausweis. Oh, den hat sie bei uns liegen lassen. Was heißt denn bei uns? Ja, bei meiner Mutter und mir. Ich wohne noch bei meiner Mutter. Hören Sie, warum sollte ich meine beste Freundin vergewaltigen? Und sie dann auch noch, ich meine... Hören Sie, Jule Menke war ein hübsches Mädchen. Vielleicht wollten Sie einfach mehr als Freundschaft und haben das nicht bekommen. Ich war in sie verknallt, ja. Aber... Sie hat dasselbe nicht für mich empfunden und ich habe das verdammt nochmal akzeptiert. Sag mal, wie pervers halten Sie mich eigentlich? Wo waren Sie letzten Samstag? Keine Ahnung, da war ich bei einem Kommilitonen. Wir haben noch ein Projekt für die Uni fertig gemacht. Das werden wir überprüfen. Und wo waren Sie heute Morgen gegen 6:30? Da war ich zu Hause.
Hören Sie, Sie können mich doch nicht wirklich für einen echten Täter halten. Der Mörder ist wahrscheinlich schon tausende Kilometer weit weg. Herr Leipold, zurzeit sprechen alle Indizien gegen Sie. Kapieren Sie das nicht? Wer hätte denn sonst Zugriff auf Ihren PC? Keiner, außer höchstens meine Mutter. Mama? Yannick, was machst du denn hier? Mit der Polizei? Bitte, Sie müssen meinen Sohn wieder gehen lassen. Mama, hast du einen Brief auf meinem PC geschrieben und dich als Jules Mörder ausgegeben? Ich? Nein, wie käme ich dazu? Sie haben einen Brief bekommen von dem Täter? Mama, auf der CD-ROM, da waren meine Daten drauf. Du bist die Einzige aus der Familie, die Zugang zu meinem PC hat. Also, was sollte das? Ich wollte nicht, dass sie dich verhaften. Sie glauben also, Ihr Sohn hätte die Taten begangen. Wie kommen Sie darauf? Yannick kam am Samstag erst sehr spät nach Hause. Und die Tage vorher ging es ihm auch nicht gut. Und Jule, die war ja sonst auch fast immer da. Und dann war der Anruf in der Sendung. Du glaubst also echt, ich hätte meine beste Freundin vergewaltigt, dann auch umgebracht. Dann gehst du los und schickst du einen bescheuerten Brief ab. Mama, wieso hast du nicht mit mir gesprochen? Yannick, das wollte ich, aber du warst den ganzen Vormittag nicht zu Hause. Mhm. Und dann haben Sie diesen Bekennerbrief geschrieben, um Ihren Sohn zu schützen, ja? Ich glaub's nicht. Meine eigene Mutter hält mich für einen Mörder und einen Vergewaltiger. Echt, Mama, ist das Letzte. Nee, Yannick, bitte. Ich muss jetzt raus. Bitte, ich brauch frische Luft. Bitte, Yannick. Warte doch mal. Leipolds Alibi wurde von mehreren Personen bestätigt. Er kann Jule Menke also nicht vergewaltigt haben. Was hast du da? Ihre Einzelverbindungsnachweise? Genau. Also, ihr Chef hat sie in den letzten Wochen mehrfach angerufen und dann hat er ihr auch 8 SMS geschickt. Dabei will er doch erst heute Morgen dazu gekommen sein, sich bei ihr zu melden. Stimmt. Und hier bei den Fotos der Betriebsfeier ist auch was auffällig. Also, wir haben die Fotos mal chronologisch nebeneinander gelegt. Am Anfang der Feier ist Jule Menke mit ihrem Chef zu sehen. Dann gibt es einen Zeitraum. Da ist weder sie noch er zu sehen. Ja, und später nur noch ihn. Ganz genau. Ja. Was hat Urban denn da an der Wange in dem Foto? Sieht aus wie eine Schramme. Warte mal. Ja, die hat er hier noch nicht. Ich meine, das sind alles Ungereimtheiten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Jule Menke von ihrem Vergewaltiger getötet wurde. Der kann der Chef ja eigentlich nicht gewesen sein. Ja. Also der kommt für den Mord nicht in Frage. Der hat ja ein Alibi für die Tatzeit. Und die steht ja dieses Mal definitiv fest, wegen der stehengebliebenen Uhr. Übrigens, der Doc hat mittlerweile bestätigt, dass der Todeszeitpunkt zwischen 6:30 und 7 lag. Ja, aber was ist denn, wenn die Uhr irgendwie manipuliert war? Dann hätte der Chef doch die Tat begehen können. Bringt sie um und fährt anschließend zurück zur Tankstelle. Ja, hi, der Michael vom K11 hier. Du, hast du die Uhr im Mordfall Menke schon untersucht? Ja, du, da bin ich gerade dabei. Ich wollte dich dann eh anrufen. Da ist mir nämlich schon was aufgefallen. Warte mal kurz. Tatsache, Michael, die Batterie in der Uhr fehlt. Ja, das ist interessant, in der Tat. Wann kriegen wir den Bericht? Na, ich versuch's bis morgen früh. Okay, alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao. Tja. War die Uhr also manipuliert? Ich denke, dieser Urban hat sich gedacht, er verschafft sich damit ein wasserdichtes Alibi. Tja, ist ja alles schön und gut, aber wir brauchen ein Geständnis von ihm. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, wie wir das kriegen. Du kennst also den Mörder deiner besten Freundin? Ja, ich bin mir ganz sicher. Aber die Polizei glaubt mir nicht. Hast du denn einen Beweis gegen ihn? Noch nicht, aber den gibt es. Ich muss nur irgendwie in ihre Wohnung kommen. Also, du solltest meiner Meinung nach die Polizei einschalten. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du alleine eine Chance hast. Der Typ ist ein Killer. Hallo? Hallo? Ja, da hat er dann wohl aufgelegt. Na gut, dann spielen wir wieder Musik. Da ist doch alles gut gelaufen. Super, gut gemacht. Glauben Sie, er fällt auch rein? Naja, ich denke, früher oder später wird er bei Ihrer Wohnung auftauchen. Den Schlüssel dafür hat er ja noch. Na gut, dann fahren wir am besten gleich hin. Herr Leipold, bleiben Sie wach. Bleiben Sie wach.
Geht schon los. Nein, noch nicht, aber Sie sollten wach sein, wenn er kommt. Von Ihnen hängt jetzt alles ab, okay? Okay. Oh Mann, ich hoffe, dass das wirklich eine gute Idee war von mir. Ich meine, jetzt sitzen wir hier schon die ganze Zeit und nichts passiert. Ich wusste, dass du es warst, du mieses Schwein. Ach, du schon wieder? Das hätte ich mir ja denken können. Wo ist dieser angebliche Beweis gegen mich? Gegen dich? Okay, du gibst also zu, dass du Jule vergewaltigt hast und dann auch umgebracht hast. Kann ich doch ruhig. Du kannst ja keinem was sagen. Ist das das Messer, mit dem du Jule? Was ich einmal bewirkt. Runter mit dem Messer! Los, runter damit, auf den Boden, sofort! Und da bleiben. Schön ruhig bleiben, ja? Sie haben tatsächlich diesem Hanswurst geglaubt? Sie selbst haben uns die meisten Beweise geliefert. Sie sind voll auf die Kiste. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Ihre Freundin wäre stolz auf Sie.